Was ist denn? Begib dich in deinen Schlafraum. Okay, ich dürfte wahrscheinlich noch in der Gegend rumlaufen. Möchtest du schlafen gehen? Aber ich gehe erstmal pennen. Mal gucken, was passiert. Ja, ich hätte nicht ins Poké Center gebraucht. Das, was auch immer darstellen soll. Das ist ja kein richtiges Poké Center. Das ist einfach ein Stand mit, einer Heilvorrichtung. Guten Morgen, alle zusammen. Habt ihr gut geschlafen? Was wollen die zwei hier? Heute sind auch die Schüler der Blaubeerakademie mit von der Partie. Ach, könnt ihr euch bitte kurz vorstellen? Hallo, ich bin Hannah. Ich hoffe, wir werden uns gut vertragen, ihr Fremden, ihr aus Padea. Hehe. Kempten, wow, die ist ja nett. Ich bin Jo. Ich stamme aus dem Dorf. Ihr könnt sie also ruhig fragen, wenn ihr Hilfe braucht. Zeigt euch von eurer besten Seite, ihr zwei. Ich verlasse mich auf euch. Ja, ja. Klaro. Ich mag die Hannah irgendwie nicht so richtig. Nun gut, dann erkläre ich euch mal, worum es bei der Exkursion geht. Eure Aufgabe ist ein Orientierungslauf. Ihr müsst euch in Paare aufteilen und die drei Infotafeln, die in der Kitakami-Provinz aufgestellt wurden. Auf den Tafeln stehen Auszüge einer alten Legende aus Kitakami. Wenn ihr sie lest, erfahrt ihr mehr über die Geschichte dieser Provinz. Anschließend macht ihr bitte ein Foto von euch, zwei vor der jeweiligen Infotafel. Sobald ihr euch vor allen drei Infotafeln fotografiert habt, ist die Mission abgeschlossen. Betrachtet es als eine Art Erkundungstour durch Kitakami und die Geschichte der Provinz. Ja, so viel spannender, als wenn ich euch hier einen langen Vortrag halten würde, oder? Das finde ich mal eine innovative Aufgabe. Was hätte ich jetzt vergessen? Ihr bekommt alle noch ein Geschenk von mir. Was denn? Du hast einen Rotumstick. Rotumstick wurde in der Basis-Item-Tasche verstaut. Okay. Rotumstick, ein Stab, an dem man ein Smart-Rotum befestigen kann, um Selfies von weiter weg zu machen. Wenn du den X-Knopf drückst, während du ein Selfie machst, kannst du das Foto mit Hilfe des Rotumsticks schließen. Du lässt dich Fotos weiter von weiter weg knipsen, wodurch es einfacher wird, mehr Freunde oder ein Pokémon zugleich abzulichten. Aber Gott, die sind gerade letzter Schrei in den Großstädten. Die könnt ihr für eure Aufgabe sicher gut gebrauchen. Hier, ich bringe euch gleich eine totale hippe Selfie-Pose bei, die ich mir ausgedacht habe. Ja, wow. Der Verwalter hat dir die Coolness-Pose beigebracht. Die ist also total hip, ja? Und diese Exkursion soll sich auf auch den Austausch zwischen unseren Schulen fördern. So sehen wir es sicherlich sehr nützlich, jemanden dabei zu haben, der sich in Kitakami auskennt. Könnt euch sicher denken, worauf ich hinaus will. Ich muss mich mit denen da anfreunden. Das möglich solltet ihr euch mit jemandem aus der jeweils anderen Akademie zusammentun. Ich will aber nicht mit dieser Hannah, ich nehme den Jo. Darf ich mich bewegen? Rede mit den Schülern der anderen Schule. Ja, du Jo. Okay, das hat ja gut funktioniert. Dein Name war Dev, oder? Lass mich raten, du bist hier, um dich aus Mitleid mit unseren armen Außenseitern auszutauschen. Was? Nein. Warum sprichst du da uns dann an? Du bist ein bisschen merkwürdig, kann das sein? Mein kleiner Bruder ist jedenfalls ganz besessen von dir, was? Zu Hause hat er nonstop von dir geredet, das geht mir echt auf den Senkel. Findest du, warum erzählst du ihm das? Pass auf, wie du mit mir redest, Freundchen. Ich tu dir hier einen Gefallen. Klar, alleine wirst du deinen Mund nicht aufkriegen. Hm. Und dann ist es eben jetzt wieder schrecklich peinlich. Wie du uns schwer erkennen kannst, gehört mit anderen zu reden nicht gerade zu seinen Stärken. Sicher aus wird er es wahrscheinlich nie über die Lippen kriegen, also sag ich's. Er würde gerne gegen dich kämpfen. Tust du ihm den Gefallen? Ja, klar. Also sowas, du bist netter als ich dachte, dass... Da wird er sich freuen. Hey Jo, Dev hat zugestimmt, gegen dich zu kämpfen. Was? Echt jetzt? Ist das wirklich okay? Ja, du hast richtig gehört. Dann nehmt mal eure Plätze ein, ihr anderen macht ein bisschen Platz. Hopp, hopp. Ich werde mein Bestes geben. Was? Okay. Was setzt du denn da ein? Pokémon-Trainer Jo fordert dich heraus. Ein Visor. Wow. Level 60 wahrscheinlich oder so ein Käse. Oh, ich kann es kaum fassen. Ich darf echt gegen dich kämpfen. Wie cool. Wir wissen nicht, wer ich bin wirklich, ne? Schnüffler. Okay. Ich mach mal Donnerzahn. Weil.
Nahkampf ein bisschen zu krass ist. Und Donnerzahn das auch locker geschafft hat. Janma, nee, da bleibe ich. Falsche Taste. Da bleibe ich drinnen mit Panomamo. Panomamo, so hieß du, ja, genau. Weil die sind alle ziemlich ähnlich, die Entwicklungsnamen. Ich weiß gar nicht mal, wie die alle hießen. Uff, das war leider einer von meinen vielen Schwachpunkten. Und meinen vielen Schwachpunkten. Der ist selbstsicher. Okay, besiegt. Menno! Ist das eigentlich gewollt, dass man das Hauptspiel Deutsch hat und dann hier hinkommt? Weil das kommt mir so vor, als wäre man ziemlich stark. Das war ein toller Kampf. Wieso macht der das Hühnchen da hinten, der Dude? Ein schönes Freundschaftsmatch. Ihr Kinder wisst eben, wie man sich schnell kennenlernt. Wusste ich doch, du bist echt stark, DF. Jo, ist fast genauso stark wie ich. Du hast echt was drauf. Hm. Wir sollen diese Orientierungslauf zu zweit erledigen, oder? Mach das doch zusammen mit Jo. Ja, das hatte ich eh vor. Was? Nicht doch. Warum denn nicht? Wir zwei sollen das ja nicht zusammen machen. Soll ich lieber mit einem von den anderen Fremden zusammentun? Aber... Na bitte, er steht sich mit seiner Schüchternheit mal wieder nur selbst im Weg. Schließ mich hier mit jemand anderem zusammen, kümmere dich gut um meinen Bruder. Die ist ja eigentlich ganz nett, aber irgendwie auch nicht. Das ist ein Hutut. Und eine Axt. Wieso ist hier eine Axt? In der Nähe vom Hutut. Wie es aussieht, habt ihr euch Probleme zu Paaren zusammengeschlossen. Dann registriere ich jetzt den die Standorte der Infotafel auf eurem Smart-Rotom. Und los geht's, möge die Orientierungslauf beginnen. Und was immer übrigens Tränke, Pokébälle oder andere Items benötigt, dort gibt es alles bei Momos Gemischtwaren dort drüben. Am besten fangen wir mit der Infotafel auf dem Gefährtenplatz an. Er liegt westlich vom Dorf hinter der Apfelplantage. Das ist nicht weit und ich dachte mir, es wäre am besten, sie in der richtigen Reihenfolge abzuklappern. Ich werde dir sicher nur im Weg, also geh schon mal vor. Bis gleich. Und weg ist er. Ja, das verstehe ich darunter, in Paaren rumzulaufen. Oder im Paar. Ring, ring. Hallo Dave, hier spricht Klavel. Hast du gerade etwas Zeit oder kommt mein Anruf ungelegen? Hallo, Direktor Klavel. Oho, du wirst aber gut gelaunt, das freut mich. Ich möchte dich nicht so lange aufhalten und daher komme ich gleich zur Sache. Ich rufe an, weil ich dir ein besonderes Angebot unterbreiten möchte. Ist dir die Blaubeerakademie in einer Region ein Begriff? Ja. Habe ich schon von gehört. Richtig, du hast dich ja zusammen mit Schülern der Akademie auf eine Exkursion begeben. Der Direktor besagter Blaubeerakademie ist jedenfalls ein alter Freund von mir. Ich möchte dich dort als Austauschschüler willkommen heißen. Ich denke, das wäre eine grandiose Gelegenheit, deinen Horizont zu erweitern und mehr über die Welt zu erfahren. Betrachte es als eine Herausforderung, an der du noch weiter wachsen kannst. Allerdings frage ich mich schon, warum er gerade dich dazu auserkoren hat. Ich würde vorschlagen, dass du dich zumindest mal mit ihm triffst und ihn nach seinen Beweggründen fragst. Er ist recht exzentrisch, aber mach dir keine Sorgen, ich werde auch vor Ort sein. Bitte komm in mein Büro, wenn du da eine Entscheidung getroffen hast, dann können wir alles weitere besprechen. Oh, aber konzentriere dich ruhig erstmal auf deine Exkursion. Diese Angelegenheit kann auch noch etwas warten. Das andere DLC, ne? Nun denn, ich will dich nicht weiter stören. Du hast sicher viel zu tun. Gib weiterhin gut auf dich acht. Ich habe keine Zeit. Ja, ich kann mir Rallonen holen. Yay. Dann wollen wir mal. Was ist das da für ein dickes Tier? Das ist kein Tier, das ist ein Schild. Krottel. Kann ich das einfach einsammeln? Ja. Zack. Und den auch noch. Ich guck mal kurz. Warte, das sammle ich auch ein. Map war Y. Wo? Da muss ich hin. Ich muss aber der Straße folgen. Das ist ein Knuffenser. Ich will das Knuffenser kaputt hauen. Jetzt ist das natürlich ein bisschen doof. Da ich nichts richtiges habe gegen dieses Knuffenser, aber ich mach mal Donnerzahn. Es ist halt ein paar Level unter mir. Unter Pamomamo.
Radgeißel. Das tut ein bisschen weh. Nochmal Donnerzahn. Und einfach nur Fenster verprügeln. Mehr wollte ich gerade nicht. Ich hab's gesehen und dachte, das hat Prügel verdient. Da ist irgendwie so ein kleines Käferchen. Kennen natürlich nicht alle Pokémon, weil ich noch nicht, wahrscheinlich noch nicht alle in diesem Spiel entdeckt habe, alle, die neu waren. Und aus der Generation 5 und 7 kenne ich sowieso fast gar nichts. Und 6 ist auch schon länger bei mir her, Generation 6. Und 8 kenne ich auch natürlich nicht. Ich habe Schwert Schild auch nie gespielt. Äpfel, Äpfel. Äpfel sind toll, egal ob roh, gekocht oder im Kampf eingesetzt. Ach, du hast wahrscheinlich dieses Apfel-Drachen-Ding. Fest mit Chiminami fordert dich heraus. Knapfel. Okay, du bist ein Pflanzendrachen-Pokémon. Das ist natürlich jetzt nicht so mega geil, deswegen mache ich Nahkampf. Weil das anscheinend gut ist. Verteidigung von Paramomamo-Sing. Spezialverteidigung. Ah, nur die Verteidigungswerte sind. Aber warte, ich mach mal. Darf ich die Perspektive nochmal ändern? Ja, dann. Noch ein Knapfel. Ja, da brauch ich nicht. Da brauch ich nicht wechseln. Nochmal Nahkampf. Das ist auch das einzige, was sie hat an Pokémon. Deswegen hauen wir das einfach schnell zu Klump. Mal gucken, wie lange ich jetzt hier aufnehme. Ich nehme die ersten Folgen schon auf für dieses Let's Play. Meine Armknöpfel haben verloren. Ob ich jetzt hier nach der zweiten Folge schon Schluss mache oder ich erstmal alle Tafeln mache. Lass mich in Ruhe, du komischer Vogel. So. Nehmen das Item mit. A, ja, B springen. Yay. Ah ja, ich kann ja fliegen. Ich habe das Spiel sowas von verlernt. Nein, lass mich in Ruhe. Toll, ein Pichu. Hallo Pichu, ich mach dich platt. Erstmal ein Schaufler. So. Da ist irgendwie ein Trainer. Haben wir irgendwie einen Trainer übersehen auf dem Weg? Glaube nicht. Hier ist ein Item. Das ist auch ein Rettern irgendwie. Ist das auch ein Item? Ja, das ist auch ein Item. Zack. Das ist eine TM sogar, glaube ich. Erholung brauche ich jetzt nicht so dringend. Da sind ganz viele Pokémon. Hallo, hier geht zum was? Hier geht's zum Gefährtenplatz. Bevor ich dich hinlasse, musst du aber gegen mich kämpfen. Muss gar nicht. Abschacke Kaya. Ein Fifien. Muss Pamomamo. Was kaputt? Was kaputt, Junge? Ich mach Donnerzahn, weil wir Nahkampf sparen wollen. So, was kommt als nächstes? Oh, ein Level Up Samurzel. Ich merke es mal als Pokémon. Samurzel ist, soweit ich mich erinnern kann, ein Pflanzen-Pokémon, deswegen Skelecrock. Hier die Pokémon da hinten uns zugucken. Ein Samurzel. Naja, genau, das ist ein Samurzel. Ich hab gerade überlegt, was es nochmal war. Dann war. Oh, Tiefschlag. Okay, das hat tatsächlich ein bisschen was gemacht. Das ist ganz schön unwitzig, wie schwach die Pokémon hier sind. Oder wie stark meine sind. Okay. Alles klar, du darfst weitergehen. Weg hier. Ich habe ein bisschen. Ich hätte das nicht wegdrücken sollen, wie man es bei dem Selfie. Ich entwickle Smart Rotom Apps. Die,
da war ja neuer Text bei den Selfies und den habe ich einfach weggedrückt. Ich bin ein Reiseentwickler von Smart Rotom Apps. Ah, du hast ein Smart Rotom. Ich kann dir ein paar frische neue Funktionen installieren. Hup. Smart Rotom wurde aktualisiert. Das Design der oberen und unteren Rahmen in Apps ändert sich je nachdem, welche Handyhülle du für das Smart Rotom nutzt. Probier es doch mal mit verschiedenen Handyhüllen aus. Wow. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich habe. Technologie ist schon was Tolles, nicht wahr? Nee, das ist... na und? Nee, das ist Foto. Links vielleicht? Ja. Was für ein Drachenhandyhülle? Okay. Kann ich mich nur daran erinnern, dass ich die gekauft habe, aber na toll. Naja. Hier, ich guck mal, wie sieht denn... Ah, das dann aus. Gut. Du hast doch gelben Text, deswegen rede ich nochmal mit dir. Soll sich deine Apps in deine Handyhülle anpassen? Das... Okay, ich rede nicht mehr mit dir. Gefährtenplatz. Okay, wo... Ist das die Tafel? Oder ist das eine andere Tafel? Das hier ist die erste Infotafel. Huch, habe ich dich etwa erschreckt? Das wollte ich nicht, tut mir leid. Aber wir hatten ja abgemacht, dass wir uns hier treffen würden. Ja, wir sollen lesen, was hier geschrieben steht. Stimmt's? Richtig. Ich kenne die Geschichte schon, daher nur zu, lies sie durch. War einmal vor langer... Das erinnert voll an Chrono Trigger irgendwie gehört, die Musik. War einmal vor langer Zeit, da lebte ein gar furchterregender Oni in Kitakami. Er hatte sein Lager auf dem Berg hinter dem Dorf aufgeschlagen und bedrohte jeden, der es wagte. Aufgeschlagen und bedrohte jeden, der es wagte, diesen zu betreten. Ja, ich vergesse immer, dass der Text unten erscheint und nicht komplett neu kommt. Eines Tages stürmte der Oni rasend vor Wut den Berg herab und griff das Dorf an. Mit einer glücklichen Fügung des Schicksals waren just zu jener Zeit auch Boninu, Binnesaru und Beatori zugegen. Mit einem Satz ihres Lebens vertrieben die drei den Oni und drängten ihn auf den Berg zurück. Das sind wahrscheinlich die drei. Als Ausdruck ihrer Dankbarkeit tauften die Dorfbewohner die todesmutigen Recken auf den Namen die drei Gefährten. Sorgsam bestattete man ihre sterblichen Überreste und errichtete darauf zu ihren Ehren Statuen. Okay, sie leben nicht mehr. Gefährtenstatuen stehen übrigens auf dem Platz dort hinten, wenn du dir sie ansehen willst. Ich sehe sie von weitem. Was du dir unter Oni nichts vorstellen kannst, das bedeutet in Kitakami so viel wie Ungeheuer. Aber hört es nicht aus, dass der Oni aus der Legende irgendwie ziemlich cool wirkt? Meinst du? Na klar, der Arme musste schließlich ganz allein mit ihr mehreren Gegnern zugleich aufnehmen. Aber ich schätze mal, die meisten Leute haben eher Angst vor dem Oni. Dabei sehe ich dafür gar keinen Grund. Weißt du, als ich noch klein war, bin ich ganz oft nachts allein auf den Berg gestiegen. Weil den Oni habe ich dabei nie gesehen. Dafür gibt es umso öfter eine Standpauke von den Erwachsenen, wenn ich erwischt wurde. Ja, wir sollen ein Foto von uns vor der Infotafel machen, oder? Willst du das übernehmen? Ich habe kein Handy. Wow. Ach, das ist ja easy. Ich dachte, ich muss tatsächlich ein Foto machen. Das sieht irre gut aus. Selbst im Fotografieren bist du der Hammer. Willst du auch mal? Sorry, so war das nicht gemeint, aber nächstes Mal vielleicht. Um ehrlich zu sein, war ich nicht besonders scharf auf diese Exkursion, aber weißt du, vielleicht ist das alles am Ende doch gar nicht so übel. Nächstes kann ich hier im Dorf die Natur genießen und reden, zumindest mit dir. Wenn du willst, können wir ihm ein Picknick machen und ein Sandwich essen oder so. Sandwich? Agia! Ah, was ist das denn? Ein Monster! Das ist kein Monster, sondern Miraidon. Das ist Miraidon, mein Reit-Pokémon. Das heißt also, Miraidon lässt dich auf sich reiten? So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Das kommt jedes Mal aus seinem Ball, wenn es das Wort Sandwich hört. Ja. Wahnsinn, das ist das krasseste Pokémon, dem ich je begegnet bin. Du bist eben was Besonderes, Dave. Deshalb bist du auch so stark. Oh,
Oh, wir sollten langsam weitermachen. Die nächste Infotafel steht auf dem Gelände des Kitakami Kulturzentrums. Um dorthin zu kommen, musst du erst zurück ins Dorf, dann über die Brücke und zum Schluss noch den Berg hoch. Wie du schon mal vorher, ich treffe dich dann dort. Warte, er geht vor? Agi, ja. Kein Sandwich. Geh mal das da hinten. Gibt's ein Foto von der Infotafel? Geh mal das da hinten betrachten. Mit dem kämpfen wir gleich. Ich bin doch ein bisschen weit weg. Was ist da hinten los? Was ist das? Ach so, das, ich dachte erst, das wäre ein Toaster, aber das ist, glaube ich, ein Schlauch. Also so Gartenschlauchzeugs. Kann ich mit denen interagieren? Kann ich nicht. Kann ich ein Foto machen? Ich sollte vielleicht ein bisschen weiter weggehen. So. Hier. Ja, das sind die drei, von der die Rede war. Hier, kann ich auch noch mitlesen. Quertenschatun. Vor langer Zeit retteten diese tapferen Pokémon Midoriya vor dem Untergang. Angegriffen hatte der sie betrieben den ohne, der unser Dorf angegriffen hatte, doch verloren dabei ihr Leben. Unterhalb der Schatten wurde ihr schäppischen Überreste sorgsam beschattet. Vor allem tot im Pokémon. Sowas gibt's. Ja, okay. wenn ich an Futurus denke und so. Ja, dann gibt's tot in Pokémon. Der Vater von, wie hieß er nochmal? Pepper hieß er, glaube ich. Der Vater von ihm ist ja gestorben und hatte einen Androiden-Double. Da hinten stehen die Gefährtenstatuen. Vor langer Zeit haben die drei Gefährten unser Dorf beschützt, sie waren echt Helden. Ich dachte, du wirst kämpfen, aber willst du nicht. Ich guck mal auf die Karte. Könnte auch zurückfliegen, vielleicht mache ich das auch. Wo muss ich genau hin? Da hinten. Ja, ich glaube, ich flieg zurück. Möchtest du zu diesem Ort fliegen? Ja. Weil ich weiß nicht, wieso ich gehen sollte. Okay, ich heile gerade nochmal mein Pokémon. Tag auch, das ist hier eher blau. So, dann auf Miraidon drauf. Ich hätte gerne das Item hier. Boop. Amnesie. So, ich muss... Okay, da darf ich nicht durch. So, da hinten ist so ein Kristallding. Ich habe vergessen, wie die Kristalldinger heißen. Hier ist jemand. Was macht der hier? Ich dachte, er darf nicht also hier hin. Also... Ich dachte... Die kommt hier nicht hin. Oh, Damiplex, ehrlich. Lüftner wirkt. Da mache ich einfach einen Donnerzahn. Das dürfte eigentlich reichen. Oder auch nicht. Physical Tackle. Das war ein Volltreffer. Okay, es hat sich selbst besiegt. Idiot. Senior Jim, was machen Sie hier? Ja, du darfst hier nicht hin. Dave, wie geht's? Wie steht's? Alles Paletti auf der Exkursion? Was machen Sie denn hier? Hey, ich bin natürlich hergekommen, um zu sehen, wie du dich so machst. Schließlich bin ich dein Klassenlehrer. Wo ich schon mal hier bin, konnte es mir nicht nehmen lassen, die Pokémon von Kitakami zu forschen und... Was ist los? Moment, oh nein, ich schussel. Ich war so in meiner Forschung vertieft, dass ich bisher ganz vergessen habe, nach dir zu sehen. Tut mir leid, ehrlich. Was hältst du von einem kleinen Picknick als Entschuldigung? Gut, dass ich mir einen Tisch von Direktor Clive Hill ausgeliehen habe. Es lohnt sich, auf seine eigene Vergesslichkeit vorbereitet zu sein. Okay, Picknick. Muss ich das selber machen? Weil ich habe, glaube ich, selbst noch nie ein Picknick gemacht. Oh, ein Schluppuck. Miraidon?
Keine falsche Bescheidenheit, das Sandwich ist für dich. Hau rein. Es sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber dafür schmeckt es umso besser, garantiert. Normalerweise komme ich nicht so oft raus, deshalb macht mich all die Forschungsarbeit hier draußen ganz schön fertig. Und du umrundest für deine Schatzsuche gefühlt die halbe Welt. Respekt echt. Bananu, was liegt denn da im Korb? Oh, gibt er mir jetzt ein Ei? Also kriegt man Eier in dem Spiel. Tada! Bei Picknicken. Weil es ja keine Pension mehr gibt. Oh, ah, ein Pokémon-Ei. Na sowas, aber ist doch nur Schlupfbuck hier. Wie ist das möglich? Haben sie das reingetan? Nee, dir kann man echt nichts vormachen. Bestimmt hast du schon mal ein Pokémon-Ei bei einem Picknick gefunden, oder? Ja, voll. Wenn Trainer sich um solch ein Ei nicht kümmern können, übergeben sie es normalerweise in die Obhut der Akademie. Weil ich dachte mir, es kann nicht schaden, wenn ich sich stattdessen hier und da unsere talentierten Schüler diese Eier annehmen. In diesem Sinne, bitteschön, DF. Ja, okay, Ei, kommt in die Box. Du hast ein Pokémon-Ei. Hehe, möglicherweise war es ein wenig übertrieben extra, deshalb lag Kitakami zukommen, aber bei dir habe ich immerhin das gute Gefühl, dass das Ei in guten Händen ist. Übrigens benutzt du hier auch die Pokédex-App. Die Pokémon Kitakami-Provinz fängst, füllt sich ja durch dein Kitakami-Pokédex. Ich werde noch eine Weile in der Umgebung mit meiner Forschungsarbeit beschäftigt sein. Also komm unbedingt wieder zu mir, falls du den Kitakami-Pokédex vervollständigst. Okay. So, ah, da ist ein Item. Das holen wir uns mal schnell. Ja, ich mach noch ein bisschen. Aber ich höre jetzt gleich auf. Ich mach dich erstmal weg. Stadtkinder. Wieso seid ihr alle so drauf? Schafft es ein schwächlicher Stadtkind wie du überhaupt diesen Hügel rauf? Ja, ich habe ein Pokémon, auf dem ich reite. Abschaka Kento. Hunduster. Hallo Hunduster. Ja, ich brauche jetzt nicht unbedingt Nahkampf einsetzen. Ich glaube, Donnerzahn reicht ja vollkommen aus. Ja, aber sowas von. Halt mal alle mit Leveln. Level ich gerade, glaube ich, erstmal ein bisschen. Ja, Tini. Du bist Stahlkäfer, glaube ich. Pokémon weg. Wenn es das ist, was ich denke, dass es ist. Pokémon wechseln. Hier, Stilopok. Wenn es das ist, was ich denke, dass es ist, dann Skelepok. Das ist auch dieses Käfer. Ja, genau, dieses Ding da. Ist das Käfer? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall Stahl, deswegen können wir einen Flammenwurf machen. Und weg ist die Sau. Da ist ein Pachirisu am Rumwatscheln. Da kommt nichts mehr, okay. Das ist ein Item. Ich nehme alles zurück, tut mir leid, dass ich dich so unterschätzt habe. Diese Stadtkind-Dorfkind-Kacke ist sowieso Banane. Ich meine, ich bin ein Dorfkind, also mehr oder weniger Kind. Aber trotzdem. Das ist total Banane. Da ist irgendwie so eine Zierpeise, glaube ich. Halt, wie sind die? Da wollte ich auch gar nicht gegenfahren. Zierpurse. Ja, Zierpeise ist, glaube ich, seine Weiterentwicklung. Donnerzahn. Level up für Saltigant. So hieß es, glaube ich. Du hieß das Saltigant, ne? Ja. Ich habe halt mit Pokémon Purpur, ich suche ein Pokémon, seitdem ich das Spiel beendet habe, nichts mehr zu tun gehabt und ich weiß nicht die ganzen Namen der Pokémon mehr. Suche. Okay. Ich suche ein Pokémon, das so Falten hat, die sich manchmal von seinem Körper lösen. Was zum? Was willst du? Bestjunge Kensaku. Ein Sandan. Ich weiß nicht, was du meinst, aber okay, das ist jetzt nicht so mega gut.
kann wahrscheinlich wegen dem Terrain kann ich die normale Kampfsicht nicht machen, die ich immer nehme. Finde es einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was du meinst, um ehrlich zu sein. Ich rede nochmal mit dir. Nee, gegen den Tentagra. Weil ich hatte bisher nicht das Glück, welche zu finden. Ah, Tentagra. Was sind diese Falten-Pokémon? So, dann wollen wir so langsam mal sicher dahin. Was ist denn hier für ein Brunnen? Einfach ein Brunnen. Ein Scaraborn und ein hier, ne? Ich hab vergessen, wie die heißen. Das Kitakami Kulturzentrum. Hör auf. Beim Kitakami Kulturzentrum werden viele tolle Aktivitäten angeboten. Ich hab vergessen, wie das. Das ist die Weltentwicklung von Samurzel, aber ich hab vergessen, wie es heißt. Das ist Mädchen Shizune. Ein Wulpix habe ich eben schon verprügelt. Da ist so ein Kristallding. Wo ich vergessen habe, wie die heißen. Einfach Kristall Raid? Oder wie hießen die Dinger? Donnerzahn. Wieso ist das effektiv? Normal ist immer effektiv. Sehr effektiv. Ist besser. Ich höre jetzt gleich auf. Was findet ebenfalls beim Kulturzentrum statt? Ich wollte nur das Let's Play schon mal ein bisschen anfangen, aber ich wollte jetzt nicht zu lange aufnehmen. Ja, ich mach das ein Drachen-Raid. Ich guck mal rein, aber interessiert mich nicht wirklich. Ich weiß nicht mal, was das für ein Vieh ist. 3 Sterne. Den interessiert. Da ist ein Zirpeise. Oh, das ist eine Zirpurze direkt vor uns. Das ist ein Weberack. Schnell alles ausweichen. Und Hepp! Das ist so ein Postbote oder sowas. Ich bin gerade wegen einer Lieferung unterwegs zum Kitakami Kulturzentrum. Willst du mich begleiten? Nein. Lieferant Takatomo. Kavoloro. Das ist ja supi. Das passt ja wie Arsch auf Auge mit Rohr. Okay. Ich setze sowieso erstmal Sonnenblitz ein, damit wir ein bisschen die den Donner ein bisschen sparen. Norikavaloro. Ist das eigentlich nicht die Perspektive? Nein, das ist immer wie. Geht hier auch nicht. Wahrscheinlich, weil es hier so uneben ist. Dann nochmal ein Donnerblitz. Der hat 3 Stück, wahrscheinlich in allen 3 Farben. Aber das ist doof, dass ich, also für ihn ist das doof, für mich ist das supi, dass ich hier mein Elektro-Pokémon draußen habe. Ich kann ihn nicht in Tarabia, okay. Ich kann ihn nicht wirklich in Dingens nehmen, in die Kamera. Ah, so vielleicht, aber dann sehe ich mal ein paar Momamo nicht mehr. Egal, Donnerblitz. Ja, gut. Das ist echt tough. Ich glaube, ich bin jetzt gleich da. Was sagt die Karte? Ne, das ist tatsächlich noch ein bisschen weiter. Aber ich gehe mal auf diesen Platz da und dann würde ich hier vielleicht sogar schon aufhören. Außer hier passiert jetzt was auf dem Platz. Oh, das sieht irgendwie nach Kampf aus. Okay, das Picknick. Massive Aufläufe. Oh, wir haben Mitternacht, deswegen die massive Aufläufe. Bald geht's los. Willkommen beim Kitakami Kulturzentrum. Nicht mehr lange, dann beginnt das Maskenfest. Ich höre dann hier auf. Ich habe da so ein Kristallding gesehen und nicht ein Item. Ich dachte, das wäre ein Item. Moment, wie speichert man nochmal in dem Spiel? da, ja.
herunterladbare Inhalte. Das ist ja irgendwie doof, dass das immer angezeigt wird, so einer Motto, kauf mich. Bisschen Banane, aber naja, was willst du machen? Ich speichere mal, weil das Spiel speichert ja nicht automatisch, das habe ich glaube ich ausgestellt. Apropos ausstellen, die Box wird zusammen. Weil glaube Rettungsfunktion an, Vibrationsfunktion, Pokémon-Rufe. Ja, die lasse ich mal alles, die ganzen Sachen. Kamera-Interpolation wird. Okay. Wo ist denn das mit dem Speichern? Automatisch speichern da aus. Lass ich auch mal aus, weil ich will, oder? Wär schon supi. Aber wenn, das Problem ist, man kann halt nicht auswählen, ob man den automatischen Speicher nimmt oder den letzten richtigen Speicher. Nämlich, wenn ich irgendwie eine Aufnahme verkacke, dann möchte ich die natürlich nicht, ne? Man hat dem schon einen Speicherplatz. Texttempo lassen wir auf 3. Wollte eigentlich noch was. Ne, Videos kannst du brauchst nicht überspringen. Ich glaube, ich lasse das alles so, wie das ist. Gespeichert habe ich ja. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich glaube, ich mache das so. Y. So. Kann ich das hier. X für roten Stick? Ja, okay. Ich kann nicht das Ding ausmachen, ne? Na egal. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich habe gerade mit der Kamera ein bisschen rumgefummelt. Und sage Tschüss, bis demnächst.